Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen Yoga-Flow, der euch daran erinnern soll, euch nicht von äußeren Einflüssen umhauen zu lassen. Seid stark wie ein Fels. Ich muss nur noch meine Matte ausbreiten. Und dann geht's los. Geschafft. Los geht's. Wir beginnen in der Berghaltung. Einatmen ziehe ich hoch und komme dann runter in die Vorbeuge. Hände kommen zur Matte, wandern zurück in die Planke. Lege ab und ziehe dich hoch in den heraufschauenden Hund. Presse dann deine kleinen Zehen in die Matte hinein und komm in den herabschauenden Hund. Linkes Bein zur Mitte der Matte, rechtes streckt aus und hebt. 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 Einmal Beinwechsel. Linkes Bein streckt aus und hebt. 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 Stelle beide Beine wieder ab. Komm einmal in den Vierfüßler und dann setz dich auf den Fersen ab. Bring deine Hände über die Seite durch ein Öffnen und Schließen der Faust in einen wärmenden Zustand wie Handschuhe. Hier ist es verdammt kalt und diese Übung wärmt auf. Schon wärmer, dann komm einmal auf deinem Weg in eine Vorbeuge, wander mit den Füßen auf deine Hände, gib deinen Händen eine kleine Massage. Weiter geht's, nochmal von vorn, hoch in den Berg, runter in die Vorbeuge, Hände zum Boden und in die Planke. Dann einmal in den heraufschauenden Hund und presst die Füße in die Matte für den herabschauenden Hund. Linkes Bein kommt zur Mitte der Matte, rechtes Bein streckt aus und hebt. Noch zwei, eins. Einmal Seitenwechsel. Linkes Bein streckt aus, hebt, hebt. Und noch eins, ja. Komm in den Vierfüßler. Von hier aus setz dich nochmal auf die Fersen und öffne, schließe deine Faust. Öffne, schließen, öffnen, schließen. Mach eine ganze Faust, auch der Daumen kommt mit rein und ganz öffnen. Alle Finger sind gespreizt. Wunderbar. Treffen uns im Vierfüßler. Strecke dein rechtes Bein aus. Linke Hand ausstrecken. Und wer weitergehen will, greift mit seiner linken Hand den rechten Fuß und presst mit dem Fuß in die Hand hinein. Lösen, andere Seite. Linkes Bein streckt aus, rechte Hand streckt aus. Greife mit der Hand deinen Fuß und presse mit dem Fuß in die Hand hinein. Löse auf, wir kommen in den herabschauenden Hund und springen nochmal vor und dann wärm nochmal deine Hände. Gib ihnen eine Massage mit deinen Füßen. Wander mit den Füßen auf den Händen. Ah, schon wärmer und dann komm hoch in den Berg. Bring alles Gewicht auf dein linkes Bein, rechtes Bein streckt aus. Greif mit deinen Peacefingern deinen großen Zehen. Und wenn du weitergehen magst, dann strecke dein Bein aus und zieh es zum Körper ran. Halte, ich richte mal meine Matte. Immer schön halten. Das ist ganz schön windig. Ich hoffe, ihr haltet ganz stark. Wunderbar. Einmal lösen und Seitenwechsel. Einmal alles Gewicht auf rechts. Greif mit den Peace-Fingern dein linkes Bein und zieh es hoch zum Körper. Steh stark wie ein Felsen. Und löse. Dann wärm nochmal deinen Finger auf.
Öffne, schließe die Faust. Öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen. Ganz schnell. Und geschafft. Wir kommen einmal in eine angenehme Sitzhaltung. Ich komme in den Spagat, denn hier kann ich meine Hände ganz bequem in eine warme Stelle legen. Und erinnere dich daran, dass egal was kommt, du stark und flexibel bist, dass du dich anpasst in deiner wunderbaren Einzigartigkeit. Wenn du willst, wünsch dir was. Ich wünsch mir Handschuhe. Ja, geschafft, okay. Bedanke dich bei dir selbst, dass du Yoga praktizierst und dadurch stärker wirst. Ich gehe nun runter ins Warme. Ah, das war wunderschön mit euch. Danke, dass ihr dabei wart. Eure Miri. Tschüss.